Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part mit Heroes 3. Nun zur letzten Kampagne, Saat der Zwietracht. Und es geht hier um jetzt, wo die Eindringlinge endgültig aus den umstrittenen Ländern vertrieben wurden, ist die Zeit für den Wiederaufbau gekommen. Nur ein Mann, Faru Quellenin, hat sich geschworen, die umstrittenen Länder für immer von Erazia und Evli zu befreien. So, der Gral. Um zu gewinnen, müsst ihr den Gral innerhalb von 2 Monaten finden. Boni, Stiefel der Geschwindigkeit. Der Stiefel der Geschwindigkeit erhöht die Bewegungsrate eines Helden an Land. Gold beginnt mit zusätzlich 5000. Oder Pegasi, euer Anfangsheld, beginnt mit 4. Ich würde die Boots mal nehmen. Wir haben 2 Monate nämlich nur Zeit. Das erste Mal in der Geschichte der zerstrittenen Länder haben Menschen und Elfen Seite an Seite gekämpft, um ihre Heimat vor Eindringlingen zu verteidigen. Wenn die Freudenfeste vorbei sind, wird der alte Hass zurückkehren. Und wir werden wieder in einem Land voller Konflikte leben. Wir müssen über die Zukunft der zerstrittenen Länder nachdenken. Soll unser Unabhängigkeitskampf erfolgreich sein, brauchen wir mehr als nur Armeen, um die Bevölkerung zu motivieren. Wir brauchen einen symbolischen Eckpfeiler. Sucht den Gral in den verzauberten Ländern, wo die Einhörner mit den Bäumen sprechen. Alles klar. Gerade als ihr eure Truppen versammelt, um den Gral zu finden, erreicht euch die Nachricht, dass Streitkräfte aus Erazia und Evli mobilisiert wurden, um euren Unabhängigkeitswunsch zu zerschmettern. Die Bürgerwehren aus Erazia und Evli stehen euch bereits im Weg, zum Glück ohne Anführer. Einige der Anwohner entscheiden sich für euch, aber die meisten sind unentschlossen. Ihr müsst den Gral finden, damit sich die Mehrheit von ihnen euch anschließt. Ohne ihn werden die Truppen aus Evli und Erazia euch besiegen und euch am nächsten Baum aufhängen. Okay, was können wir bauen? Sehr wenig. Wow. Wow. Okay. Taverne. So kommen wir wenigstens mal ein paar Helden. Kreaturen. So, die bringen wir dann gleich mal dem nächsten Hero, der da steht. Mephala. So, bitteschön, Mephala, kriegst du gleich mal ein paar Helden. Kreaturen. Ah, nee, da ist ja... So. Und wieder zurück. Und rein. Und dann können wir die hier noch kaufen. So. Und dann kann die Rosic auch verschwinden. Jetzt haben wir hier Uland. Da haben wir Taverne. Ihr begegnet einer Gruppe Zentauren und Zwerge. Als ihr ihnen von dem Plan erzählt, die umstrittenen Länder in einen unabhängigen Staat zu verwandeln, schließen sie euch an. Cool. Da haben wir Gold. Obelisk. Ihr trefft auf einen Obelisken, der aus einer Steinsorte besteht, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Als ihr ihn intensiv anstarrt, verändert sich die glatte Oberfläche zu einer Inschrift. Die Inschrift ist Teil einer alten, verlorenen Karte. Schnell zeichnet ihr sie ab und die Inschrift verschwindet so plötzlich wieder, wie sie erschienen war. Eieiei. Die Puzzlekarte. Das heißt, da muss ich jetzt nachgucken. Immer wieder. So ein Mist, aber auch ein Artefakt. Und wieder welche, die sich uns anschließen. Anhänger der Leidenschaftslosen. Und noch ein Obelisk. Alles Roger. In Kambodscha. So, mit ihr gehen wir nach unten. Schutz vor Wassermagie. Ja, ich sammle alles ein. Wir haben wenig Zeit, deswegen kriegst du jetzt mal ein bisschen Erfahrungspunkte. Meisterhafter Schmied, perfekt. Silberner Glücksvogel. Segenszauber, zerstörtes Auge. Hinterhaltbogenschützen aus Evli öffnen das Feuer. Wow. Wow, das ist heftig. Thank you.
Das hat uns einiges gekostet. Wappen der Tapferkeit halten. Trunkturm, viele Zentauren. Eingeschüchtert vor unserer Stärke wollen sie fliehen. Dann tut das. Und schon wieder Hinterhalt von Bogenschützen. So ein Dreck aber auch. Ich habe diesmal aber sogar auch 4. Hat der anderen Zauber? Ja, der hat einen magischen Pfeil. Zack, weg mit euch. Spionagelinse erhalten. Und Angriff gegen Zentauren. Da die so schnell sind, lassen wir sie gerade herkommen. Wunderbar. So, als nächstes können wir einen mystischen Teich holen. Ja. Viel, wie gesagt, nicht. Ah, wir müssen hinne machen. Wir haben nur 2 Wochen Zeit. Das ist sehr ärgerlich. Zweige rekrutieren, Schild bekommen und Hinterhalt. Okay, dann gibt's ein Schild. Abzeichen der Courage. Einwandfrei. So, und hier. Links wieder ein Kampf. Yay. Wir kommen gar nicht mehr aus der Kampfeswut hier raus. Gibt der mal einen Segen hier. Sammeln wir uns am besten da oben. Und rekrutieren uns mal ein paar Zentauren. So. Ein paar Zentauren, aber den Rest, glaube ich, lasse ich von ihr erledigen.
Und zwar, der muss definitiv weg. Links oder rechts. Ich würde sagen, ich treffe mich. Kommen die jetzt da dran vorbei eigentlich oder nicht? Viele Badiere. Hol ich mir erst die linken und dann gehe ich komplett rechts lang. So, lassen wir sie erstmal herkommen. Sehr gut, nur drei Einheiten verloren. Verbesserte Führung. Noch ein Zauberspruch, magischer Pfeil. Und dann haben wir die da noch weg. Die rennen sogar vor uns weg, das ist sehr gut. Jetzt können wir Zwerge rekrutieren. Und dann übergeben wir mal die Armeen. Und Artefakte. So. Habe ich für den eigentlich nur noch die Aufgabe. Ne, den muss ich hierhin platzieren. Das dann immer abzulaufen. Und der hier. Guck mal, Heilungszauber gibt es da unten. Und dann sollte er wohl, glaube ich, einfach mal hier warten. So, hier hole ich mir jetzt das Magier-Ding. So, 1000 Erfahrungspunkte. Level up. Einfaches Bogenschießen noch dazu. Produziert noch da den Kristall. Was haben wir hier nochmal? Segnen kann man da noch lernen. Das lernen wir noch kurz. Und dann geht's in die Richtung. Schmiede. Der Schmiede. Kann ich nur mit Melden zu Besuch. Was können wir da bauen? Erst Hilfezelt. Sind die Zauber. Und dann kann ich jetzt den hier runterbringen und ihr somit das erste Hilfezelt geben. Und einfache Bildung hat es geschafft, dass ich alles erlernen konnte an Zaubersprüchen. Sehr gut. Na, wenn wir gerade schon da sind, Stadtrathaus. So, und sie kann direkt weiter. Fliehen schon, das ist gut. Späher berichten, dass eure Schwester im Norden mit einer großen Armee Kriegseinhörnern aus Evely eingetroffen ist. Im Gegensatz zu euch glaubt sie, dass die umstrittenen Länder zu Evely gehören und eine Unabhängigkeitserklärung verratet. Eure Stimmung sinkt, da ihr nicht gegen sie kämpfen wollt. Verbessertes Schießen. Und meisterhafte Führung. So, nun Rohstoff hier. Lager. Und jetzt kann ich ihr die Einheiten übergeben. Mal wieder. So wie die Spionagelinse. Und eine Halskette. Okay. Und ich hätte ihr die Zwerge auch noch übergeben können. Naja. So, jetzt haben wir nämlich auch hier wieder neue Zwerge. Gut, dass ich die noch rekrutiert habe. Jetzt gibt es einmal Zentauren, einmal Zwerge, nochmal Zentauren.
Aber... Truppenmoral hat sich erhöht. Großelfen schließen sich der Armee von Mephala an. Gut, die tauschen wir dann mal. Oder nee, tauschen wir die. So.